Ich war in Syrien, war Krieg angefangen und keine Arbeiten und kein Strom, kein Essen. Wir haben eine Bombe gekriegt, 2012 im August. Meine Frau war schwanger mit meinem Sohn. Wir haben zum Arzt gewesen und der Arzt hat gesagt, dieses Kind kommt Problem. Mein Sohn braucht alles. Er kann selbst standen, aber er hat Problem, immer Angst habe. Immer Angst habe, nein, Mama, ich hatte Angst zur Toilette gehen, ich hatte Angst so. Wir müssen immer Tipp geben von meinem Sohn. Immer muss Tipp geben. Er kann nicht selbst machen. Kann nicht selbst arbeiten von seinem Kopf, wenn wir nicht sagen. Hier kannst du so machen. Hier. Ich kann ein bisschen hoch für dich machen. Oh, super. Schön. Von erster Blick sieht das so, dass er überhaupt keine Probleme hat, auch im Sozialumfeld oder im Lernbereich. In Kontakt mit anderen Kindern hat er auch gerne, aber in der Schulklasse ist es große Schwierigkeiten. Er sagt, dass die Kinder stören ihn, die sind zu laut, die chaotisch, hektisch und dann will er einfach nur nach Hause. Ja, und dann wird er wütend, manchmal aggressiv und fast jeden Tag war er aus dem Klassenraum entfernt. Wenn Max vom Schule nach Hause kommt, schon aufgeregt und mit negativer Erfahrung und negativer Gedanke, das läuft bei uns auch das nicht so perfekt. Manchmal kann er schreien, manchmal dass er schmeißt die Sachen zu Hause. Kannst du das auf dem Tisch machen? Mach das auf dem Tisch. Hier ist jetzt ganz so viele Sachen. Mach das auf dem Tisch. Ich fühle mich stark. Trotzdem, mir fehlt jemand, die könnte auf meiner Seite stehen. Jemand, die kann mir einfach nur sagen, okay, ich übernehme zum Beispiel diesen Job oder etwas und du kannst einfach nur in deine Sachen machen. Es gab es zeitlang natürlich, wo ich nicht jetzt ihn abgeben, aber ich dachte, das Leben hat gar keinen Sinn. Also ich auch für meine Töchter, also alle, die ganze Familie. Also da, wo ich gedacht habe, ich will nicht leben und ich möchte nicht, also ich wollte auch nicht meine Kinder einfach lassen. Ich bin geprägt eine Kultur, die Frauen nur geben und nicht nehmen. Bis heute ist es schwer für mich zu sagen, ich wünsche mir das oder dies. Somalische Tradition ist üblich, dass die Mutter, ob das der Haushalt ist oder Kindererziehung, alles hat der Mann damit nicht zu tun. Also der Mann ist einfach nur, dass er Geld nach Hause bringt. Mehr ist nicht sein Job. Ja. Und das funktioniert vielleicht in Somalia, aber nicht hier in Deutschland. Ich finde, dass mein Kind ist genau gleich wie alle anderen. Und ich möchte gerne, dass unsere Gesellschaft alle Kinder akzeptiert. Also ich möchte gerne, dass es egal ist, Autist, nicht Autist, sind alle gleich sind.